shoot it. Yeah, I shot the Tesla. Und schon wieder ein Tesla gefunden. Guten Morgen, liebe Tesla-Freunde. Ich bin auf dem Weg nach Amerika und möchte gerne während dieser einen Woche, wo ich in den USA bin, von USA verfolgen, wie der Akku sich entlädt hier beim Parken. So, kleiner Abgleich zwischen den Anzeigen. Einmal hier auf dem Display des Fahrzeugs haben wir 56%. Und auf der App haben wir auch 56%. Also beide Male 56%. So, jetzt geht's los nach USA. Richtig leer hier. Noch. So, eben in Florida angekommen, hier in Deerfield Beach, ungefähr eine Stunde weg von Miami, nördlich. Schaue ich doch gleich mal nach, was mein lieber Tesla macht. In Düsseldorf steht er gerade. Ja, 55%. Ich bin jetzt lang unterwegs, 15 Stunden ungefähr. Und wir haben schon 1% verloren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Guten Morgen, was für ein schönes Bild hier am Strand. Es ist hier total warm, das Wasser hat über 30 Grad und die nächste Gewitterwolke ist hier schon im Anmarsch. Jetzt hoffe ich, dass ich einigermaßen trocken zum Kunden komme. Den ganzen Tag nochmal hier in der Nähe von Miami und dann geht es heute Abend nach Texas. Ich fliege von Fort Lauderdale nach San Antonio. Und werde dann dort von einem Freund abgeholt und dann verbringe ich einen schönen Tag, den Mittwoch, in San Antonio. Und am Donnerstag geht es dann nach Austin und dann weiter. Also viel Spaß noch. So, der Tag kann beginnen. Fast hätte ich es vergessen. Ich muss ja noch schnell gucken, wie weit der Tesla ist mit der Ladung. Und wir sind noch bei 55%. Da sieht man das. Moment. 50%. So, kein Strom verloren über Nacht. Und jetzt geht's ab in den Tag. Top.
Jetzt bin ich in San Antonio bei meinem Freund Mark in seinem privaten Haus angekommen. Es ist abends, Dienstagabends, sehr, sehr spät. Und ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Kurzer Blick in den Spiegel. Ja, ein bisschen müde. Wollen wir mal noch kurz zum Tesla gucken? Ja, okay, das machen wir noch. Let's see. Gucken, wie weit wir sind. Direkt, nicht direkt, aber in der Nähe der mexikanischen Grenze. Und hier sind wir bei unserem Tesla zu Hause. Immer noch 55%. Und es ist jetzt Dienstagabend in Deutschland, mittlerweile schon Mittwochmorgen. Sieht gut aus. Ich muss mal noch einen kurzen Dreh machen zu meinem Bett, bevor ich das hier komplett zerstöre. Ist es nicht schön hier? Das ist doch mal ein schönes Gästezimmer. Dann schauen wir mal, was der Rest des Hauses so macht. Ich sitze hier in San Antonio auf einer wunderschönen Terrasse mit Blick runter auf San Antonio und habe gerade mal gecheckt, wo wir stehen mit dem Tesla, der jetzt hier immer noch am Flughafen steht in Düsseldorf. Das ist jetzt zweieinhalb Tage her. Da hatten wir 56% Restreichweite und jetzt sind es immer noch 55%. Heute geht es auf jeden Fall nach Alamo. San Antonio ist ja die Stadt, die auf Alamo gebaut wurde, diese alte Wildweststadt. Und ich werde euch da mitnehmen und auch mal zeigen, wie es hier so aussieht. So, now you're armed it, or what are you doing? No, no, I'm just doing the garage door. Automatical? That's just the garage door opener. Wow. Is this the house you want to show? Yeah, yeah. You can park and take a look. So this is the garage. And then there's a second garage there. Oh, you can see how it's built. Yeah. That's phenomenal. No, this is American construction. You have all the ceiling. That's a stunning view. Yeah. That's a jacuzzi. Yeah. I take a bath, just to film me. Nice music, huh? Das ist der Nachteil von dicken Fuel-Autos. Guck mal, passt kaum hinein und stinkt und macht Lärm. So, we're here? Yeah. It always looks good, and but the food is not really. Exactly. Crap, I'm supposed to get a coat. That's a saloon. On the left-hand side, you have actors from all over the world. That's a glass. Hot in Texas. You gotta have cold beer glass. Here you go. Thanks. Frozen, are we on a movie now? Yeah, we are now on a movie. Oh, cheers. Oh my god. Oh, I need two hands. I like Texas. I hear you, man. I tell you, come on back. Yes. Yeah.
Look for this. Good, you can't see our face. That's a good thing. Oh no, I can see it, yeah. Take it out. Yummy, yummy, yummy. It's like cheese fondue. Guten Morgen. Es ist jetzt Donnerstagmorgen hier in den USA, aber schon Donnerstagnachmittag in Deutschland. Und ich habe gerade eben wieder in Tesla gecheckt, wie weit er ist mit der Batterie. Und wir sind immer noch bei 55%. Na, stell das auch mal scharf wieder. Yeah, 55%. So, ist ziemlich gut, kann man nicht meckern. Heute geht es nach Austin. Wait for us. Full electric vehicles. I will film you. You have a belt? No. No, no, no. Technologically advanced as a Tesla, though. Like, I can come down here at 10:30 and hit for 45 minutes. Oh, you're done. Shoot it! Yeah, I shot the Tesla. That's fun. We saw Boss Gigs played here. Whoa. About a month ago. It was. Yep, you're in. There you go. Wow, it's like eating in the jungle here. That's the famous spot. Hey guys, this is an onion ring. This is from Jurassic Park, onion ring. The largest gas station in the US? I don't know about that, but pretty close would be my guess. I don't know. Don't know. I can't even find a pump. I don't know. There we go. So, heute sind wir an der größten Tankstation, an der größten Tanke in Texas. Hier gibt es 120 Positionen, wo getankt werden kann. Und da bin ich mal gespannt, ob es diese Tankstelle noch in 100 Jahren geben wird. Ich glaube nicht. Okay.
So, jetzt bin ich in Austin im Hotel im Hilton und in der 24. Etage. Draußen tobt die Hitze um 14 Uhr. Wie sieht hier der tägliche Berufsverkehrsstau aus? Wesentlich läuft. Also der Verkehr läuft wenigstens, also. Aber langsam. Ich gehe jetzt runter in die Stadt. Und los geht's. Geldbeutel brauche ich nicht. Auf geht's. Dr. Pepper Diets. Let's see. Your card has been charged. $3.50. Oh. Mhm. Ich habe hier erstmal den Schatten gerettet hier. Das ist ja so heiß. Das ist unglaublich. Let's go inside. Ich halte es nicht aus hier. Ich weiß auch nicht, wie das Wasser ist. Das ist bestimmt auch nicht viel kälter. Stehe ich genau hier. Ne, hier. Also wir müssen zwei Block weiter. Der Shopping District einfach. Ach, ich ende wieder mit dem China-Bock. Okay Leute, ich will euch erst nicht vorenthalten. Es ist jetzt daheim. Donnerstagabend um 11:30. Und schon wieder ein Tesla gefunden, diesmal in Silber. Das Leben versteckt sich hier in so kleinen, engen Eingängen. Kapitol. Weil Austin ist die Hauptstadt von Texas und die Amerikaner lassen sich immer von einem Kapitol beherrschen. Sehr griechisch. Mir ist es zugezogen, aber es ist trotzdem noch verdammt heiß. Hier lebt der texanische Pathos. So, hier soll das Nightlife heute stattfinden. Die Leute spielen sich schon mal ein.
keep it simple, Margarita. Boah, ich kann schon nicht mehr reden. Das hilft, das ist kalt. Die Sonne ist schon weg und es kommt eine Brise auf, also gar nicht schlecht. Aus dem Laden hier tönt Musik. Der Vorteil an Austin in Texas ist der, dass es hier keine Touristen gibt. Also gar keine. Nicht einmal Chinesen. Ich habe keine Deutschen gesehen, keine Chinesen, gar niemand. Hier sind nur die Einheimischen und so wie es aussieht, ist ja jeden Abend was los mit Musik, Essen und so weiter. Wir haben jetzt 1. September übrigens. Also 1. September und es waren heute 33, 34 Grad bei 80% Luftfeuchtigkeit. Das war echt hart. Aber jetzt geht's besser und morgen geht's weiter. So, da ist wieder mein Hotel für heute Abend. Um 7 Uhr geht's los mit dem Shuttle zum Flughafen. Oh, wie schön das aussieht hier. Yeah. Hilton. Ich muss mich beeilen, es ist Freitagmorgens um 6:45 Ortszeit und es geht jetzt um 7 Uhr los mit dem Shuttle zum Airport. Verkehr ist immer noch sehr stark hier. Los geht's. Der Flug hat eigentlich schon Verspätung, aber ich habe trotzdem diesen frühen Shuttle zum Airport. Lisa. Selbst für diese riesen Lobby müssen wir jetzt eine Minute einplanen zum Durchlatschen. Ich habe gerade mal auf meine Tesla-App geschaut und irgendwie verliere ich keine Energie, sondern ich gewinne Energie. Irgendjemand gibt mir Energie ins Auto. Wir waren nämlich schon bei 55%. Und jetzt sind wir bei 56%. Dieser Parkplatz ist super. Ihr bekommt Energie. Jetzt sind wir wieder bei 55%. Das war nicht genug. Priority Boarding ist mal einer der ersten. Aber das wird voll.
jetzt geht's nach New York City. Ich würde den AirTrain nehmen nach Jamaica. Ja, Jamaica ist irgendwie nah hier. Und dann von dort mit der U-Bahn fahren. Let's see. Welcome to One World Observatory. Did anybody keep track of time? 45 yeah. Seconds. Wow. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. Thank you.
for visiting One World Observatory. Weiß ich, was das hier ist, direkt am World Trade Center. Es ist ein riesiger Apple Store. Schauen wir uns den noch an, bevor ich wieder zurück zum Flughafen gehe. Dann sind wir da. Keine Teslas. Please stand clear. The doors are closing. Please hold on. Schauen wir mal, was wir noch haben. Das heißt, von Montag bis heute sind es 5 volle Tage, haben wir nur 1% an
Kapazität verloren. Wir waren hier bei 56% gestartet. Daumen hoch dafür.